Freunde, Servus. Heute gibt es was Cooles aus dem Wok. Und das kann man ganz schnell und super lecker in ein paar Minuten machen. Weil viel mehr haben wir auch nicht, weil es fängt nämlich jetzt gerade an zu regnen. Von dem her, Attacke, Wok aufstellen und schon geht's los. Ja, Freunde, ein bisschen beeilen müssen wir uns heute. Darum ganz schnell eine Dose Kokosmilch, eine halbe Paprika, das waren vier Frühlingszwiebeln, eine Karotte ganz fein gehobelt, Curry, brauchen wir so zwei, vielleicht auch drei Teelöffel. Dann hier, Frauke, nochmal Dankeschön. Selbstgemachte gekörnte Brühe oder selbstgemachte Brühe. Schön die ganzen Karotten und was er alles gehabt hat, in den Dörrautomaten rein, das schön durchtrocknen und dann mörsern in Pulverform. Einfach klasse. Probiere ich aus. Dankeschön. Und auch Knoblauchpaste hat sie selber gemacht. Werden wir auch mal einen Teelöffel dran machen. Dann Pfeffer. Und hier liegen noch 350 Gramm Lachs. Den schneiden wir uns in kleine Würfelchen. Und dann mit dem fangen wir auch gleich an. Und hier ein paar Mienudeln. Die habe ich oben abgekocht. Die kommen da auch noch mit rein. Der Wok kommt schon auf Temperatur, einfach, dass man gleich richtig. So, jetzt kümmern wir uns erst um den Lachs. Da ist hier hinten ist noch die Haut drauf, die brauchen wir aber nicht. Dann gibt es einen ganz einfachen Trick, so mache ich das immer. Ich gehe her, schneide den Lachs bis nach unten ein, ziehe es dann auf der Hautseite, hier rüber, zack. Und somit habe ich meinen Lachs. Man könnte jetzt auch, die Haut nochmal festhalten und dann kommt man noch ein Stückchen weiter runter. Aber so mag ich es. Ich mag auch das leicht Silberne. Mag ich alles weghaben und von dem her, das klein bisschen, was jetzt hier noch dran hängt, das kann man vernachlässigen. Das wird vielleicht der ein oder andere sagen, Verschwender, aber nee, das passt schon. Und von dem her, das schneiden wir uns jetzt bloß noch in feine Würfel oder in Würfelchen, sage ich jetzt mal. Und der Wokbrenner hat richtig, richtig Dampf, richtig Schub dahinter. Wie gesagt, da habe ich ein paar Gastrokohlen drin, richtig coole, große Brocken. Der Lachs richtig schön Farbe hat, die packen wir jetzt bloß noch unsere anderen Zutaten hier hinzu. Und rösten die einmal schön mit an. Gleich einen Löffel und der Knoblauchcreme mit dazu. Dann ungefähr so einen Teelöffel in der selbstgemachten getrockneten Brühe. Warte, hier können wir auch damit spielen. Dann die Kokos. Komm mal her. Kokosmilch cremig, ein bisschen fest in der Dose, das macht aber nichts, das verkocht sich wieder. Jetzt mal 4 Minuten haben köcheln lassen, mache ich erstmal zwei Teelöffel vom Curry dran. Das ist wieder so cooles Curry vom Markt und jetzt schmecken wir das erstmal nur mit ein bisschen Curry ab. Kommt auch gleich die Farbe. Ja, könnte man sogar noch. Da machen wir uns auf jeden Fall noch einen Teelöffel voll rein. Aber durch das, wo ich ja jetzt den Löffel abgeschlotzt habe, machen wir das mal so. Das dürfte nicht mehr hinkommen. Und für noch ein klein bisschen Schärfe da reinzubringen,
da ich nicht Chili scharf essen kann, sonst hätte ich jetzt ein paar Chilis oder eine Chili reingemacht. Aber doch ein bisschen, ja, ein bisschen Bums muss schon rein. So, mal ein bisschen Pfeffer da rein. Das blubbert so geil vor sich hin. Und vor allem, hier steigt ein Geruch hoch. Absolut geil. Die Mischung von der, schon wieder das Wasser im Mund, die Mischung von der Kokosmilch und von dem Curry und einfach nur herrlich. Jetzt nach dem Zack. Noch eine. Jetzt kommen die Soba-Nudeln dazu. Und die fangen jetzt gleich an und saugen. Sieht man schon. Die saugen jetzt schön die Flüssigkeit weg. Ah, herrlich. Und sobald die Nudeln sich komplett vollgesogen haben mit der Soße. Ah, geil. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Freunde. Absolut. Jetzt mal auf meinen alten Anzündkamin gestellt. Absolut geil. Schön schlonzig. Ja. Kamerafrauen, die scheuen sich ein bisschen, weil es wie gesagt ein klein bisschen anfängt zu regnen. Papa, bring's Essen doch hoch. Werde ich ja dann auch machen. Das ist spitze. Das ist absolut spitze. Richtig schön, ja, currylastig, auch mit der Kokosmilch, geil. Einfach nur. Mit dem Lachs. Ja. So was kann nur funktionieren. Und die wird. Hier duftet ja schon. Mal lieber bin ich gerade erschrocken. Kannst du gerade filmen? Jo. Kannst du vorne machen, wobei? Du kannst probieren. Gleich. Was ist das? Ich hab Schokolade. Schon gefühlt. Genau, ich hab Schokolade. Ich muss die jetzt essen. Soll ich mal eine kleine. Die ist jetzt gerade verschrocken, wo du die dir aufgerobbt hast. Ja, reicht es, wie aber das da machen, weil da fällt halt eine andere Bombe runter. Mach doch nicht. Mach doch nicht. Ja, piekst du noch. Ja, genau. Ich soll ja Fleisch probieren, oder? Das Fleisch ist Fisch. Für Karfreitag. Ja, Fisch. Geil, oder? Mm. Ja, bist du fertig mit Schaffen? Mhm. Dann geht das jetzt alles hoch. Und dann wird es oben gefuttert. Bitte? Ich hab gesagt, dann geht es jetzt alles hoch. Oh ja. Mit oben gefuttert. Und du fertig bist und dann. Ein bisschen mehr Salz. Würde ja. Ich jetzt nein machen, aber ich bin ja das Salz-Freak bei uns. Mhm. Gut, kannst du da hier auf dem Teller raten, drauf machen. Oder so ein bisschen Lachs-Asien-mäßig angehaucht. Passt, heute kein Steak, da kein Freitag. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Freitag. Absolut klasse. Bin ich gar nicht hoch. Wie ist das jetzt? Es ist jetzt gerade leer. Das ist top. Nein, da muss ich auch gar nichts mehr dran. Mach ich diesen aus.